Moin ihr Lieben, hier ist wieder euer Easy aus der Edeka-Küche und wir machen heute veganes Sushi. Dafür beginnen wir mit dem Reis, der nach dem Kochen mit einer Essigmarinade vermengt und beiseite gestellt wird. Für die Füllung bereiten wir unterschiedliches Obst, Gemüse und Räuchertofu vor. Diese wird mit dem Reis in Nori-Blättern zu Sushi gerollt und schließlich in Stücken mit Sojasauce, Wasabi und Ingwer serviert. Los geht's! Ursprünglich wurde Sushi als Konservierungsmethode für den Fisch verwendet. Man hat den Fisch mit Reis und Salz eingelegt, um den lange haltbar zu machen. Wir machen heute das Ganze ohne Fisch und total vegan. Für Sushi benutzt man Rundkornreis und wir benutzen eine japanische Sorte, Japonica. Welche Sorten kennt ihr oder benutzt ihr für eure Sushi? Schreibt es gerne in die Kommentare. Davon brauchen wir 400 Gramm. Den werden wir jetzt 5 bis 6 Mal waschen, um die überschüssige Stärke, die durch den Transport und Verpackung entstanden ist, loszuwerden. Sonst wird der Reis später matschig. Da wir aber jedes einzelne Korn sehen wollen in unserem Sushi, brauchen wir das nicht. Also ab ans Waschen. Einfach mit kaltem Wasser bedecken und vorsichtig rühren. Ihr seht schon, das Wasser wird milchig. Guck mal, das kommt raus, weil man den Reis wäscht. Die Flüssigkeit ist aber übrigens super für die Pflanzen. Also aufheben und dann die Pflanzen damit gießen. Und das ist auch gut für die Umwelt. Den Reis gut abtropfen lassen. Und dann kommt es mit 650 ml Wasser in einen Topf. Falls ihr nochmal nachlesen wollt, was im Rezept steht. Das Rezept ist wie immer in der Infocard verlinkt. Und nicht vergessen, uns zu abonnieren. Der Reis wird jetzt einmal richtig aufgekocht. Dann wird die Hitze reduziert. Und wir lassen den Reis 15 Minuten lang ziehen, damit er perfekt wird. Biss hat und eine schöne Form. Als nächstes machen wir unsere Reismarinade oder Sushi zu auch genannt. Dafür brauchen wir 3 Esslöffel Zucker, 1,5 Teelöffel Salz und 4 Esslöffel Reisessig. Und jetzt erwärmen wir das Ganze. Wichtig ist, dass ihr das nicht kocht, sondern nur erwärmt. Und lassen den Zucker und das Salz sich auflösen. Damit sich der Zucker schneller auflöst, könnt ihr auch Puderzucker nehmen. Dann würdet ihr so 60 Gramm Puderzucker nehmen. Unser Reis kocht, also reduzieren wir jetzt die Hitze und lassen den 15 Minuten lang ziehen. Unser Reis hat jetzt gezogen und wir legen zwischen Deckel und Topf so ein Geschirrtuch und decken den Reis zu und lassen den nochmal ca. 10 Minuten ziehen. Das Geschirrtuch verhindert, dass die Flüssigkeit sich am Deckel sammelt und drunter tropft. Dann wäre der Reis matschig. So, unser Reis hat jetzt gezogen. Boah, guck mal, wie schön der aussieht. Man kann jedes einzelne Korn erkennen. Seht ihr das? Jetzt kommt es in die Schüssel. Jetzt kommt unsere Marinade drauf. Und dann mischen wir den Reis vorsichtig. Minimaler Kraftaufwand. Wie ihr sehen könnt, trennen sich die Reiskörner von ganz alleine. Unser Reis ist perfekt. Das feuchte Tuch, das können wir wiederverwenden. Damit decken wir unseren Reis ab. Stellen ihn zur Seite und lassen ihn ziehen. So trocknet unser Reis nicht aus und kann schön den Geschmack der Marinade in sich einziehen. Als nächstes kümmern wir uns um die Füllung. Als erstes nehmen wir eine Avocado. So eine schöne, reife Avocado wie diese. Wenn die ein bisschen fester ist, ist es auch gut zum Schneiden und Formen. Dann einmal am Kern entlang schneiden. Zack. Machen wir die Avocado auf. Dann drücken wir den Kern raus. Und dann nehmen wir das Fruchtfleisch raus. Jetzt schneiden wir die Avocado in Streifen. Dann nehmen wir eine Mango. Davon brauchen wir die Hälfte. Und auch hier holen wir erstmal das Fruchtfleisch raus. Und schneiden es in Streifen. Dann brauchen wir 150 Gramm eingelegte rote Beete. Lassen wir abtropfen natürlich. Auch die wird in Streifen geschnitten. Dann brauchen wir 200 Gramm geräucherten Tofu. Den schneiden wir in Scheiben. 0,5 cm breit oder 1 cm breit. Und dann in Streifen runter. Ebenfalls 0,5 bis 1 cm. Das ist dann euch überlassen, wie dick die sein sollen. Der Räuchertofu, der wird angebraten mit etwas Rapsöl, ungefähr 1 Esslöffel. Das gibt dem Ganzen eine leichte nussige Note. Und dann würzen wir das Ganze mit einem halben Teelöffel Kreuzkümmel, gemahlen. Und noch 30 Gramm Rucola. Dann halbieren wir das Ganze. Super. Eine halbe Salatgurke. Erst in Scheiben schneiden. Ungefähr so dick wie Tofu, zwischen 0,5 und 1 cm, ist euch überlassen. Und Scheiben in Streifen schneiden, nicht dicker als 1 cm und nicht dünner als 1,5 cm. Dann haben wir hier 2 Frühlingszwiebeln, schön geputzt. Die 2 Frühlingszwiebeln, die schneiden wir in schöne feine Ringe und mischen das Ganze mit 150 Gramm veganer Creme Fraiche.
da alles jetzt so schön vorbereitet ist, können wir anfangen mit dem Rollen. Und dafür brauchen wir Nori-Blätter. Nori-Blätter sind Algen, die gegart, geröstet und in viereckige Form gepresst wurden. Wer keine Algen mag, kann auch gerne Salat nehmen. Habt ihr noch eine andere Alternative? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Mich würde es super doll interessieren. Wir legen die raue Seite nach oben. Und dann belegen wir ein Drittel des Nori-Blatts mit Reis. So, und damit unsere Hände weder am Reis noch am Nori-Blatt kleben, habe ich hier ein Schüsselchen Wasser vorbereitet. Kurz verreiben, den Reis flach verteilen. Wir belegen insgesamt 8 Nori-Blätter. Und zwar belegen wir 2 Drittel des Nori-Blatts, damit wir noch Platz zum Einrollen haben. Wir machen übrigens Honzomaki. Welche Sushi-Arten kennt ihr noch? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, dann nehmen wir als erstes Avocado- und Mangostreifen. Und jetzt rollen wir das Ganze ein. Vorsichtig führen, sodass die Füllung in der Mitte bleibt. Und dann drücken wir das Ganze zu einer Rolle fest. Dann feuchten wir das eine Drittel, was übrig geblieben ist, mit Wasser an und rollen die Sushi-Rolle zu Ende. Und so verfahren wir jetzt weiter, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Und sollten Zutaten übrig bleiben, dann macht doch eine gemischte Rolle. Schmeckt auch super. 2 Drittel der Fläche mit Reis bedecken. Die Füllung in die Mitte der Reisfläche setzen und die Creme fraiche. Und rollen die Sushi-Rolle zu Ende. Ich habe die Rolle jetzt halbiert und dann werde ich die Hälften wieder halbieren. Und jetzt halbiere ich die Vierteln der Rolle, sodass man perfekte kleine Makis hat. Und falls das Messer zu sehr kleben sollte, einmal kurz nass machen, ohne das Messer abzutrocknen und dann wieder schneiden. Als i-Tüpfelchen noch etwas Sesam drauf. Und jetzt wird probiert. Ich tunke mal die Stäbchen ins Wasabi und nehme ein kleines Scheibchen Ingwer, lege das auf eine kleine Rolle und tunkte diese in die Sojasauce. Mhm. Richtig gute Reismarinade, eine schöne Füllung, ihr Lieben, rundum richtig gutes veganes Sushi. Das sind 2 weitere Videos für euch. Anschauen, nicht vergessen, uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr kein einziges Video mehr von uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Izzy.